auch einen russischen Arbeitskollegen. Der spricht aber ohne Akzent. Der spricht nur manchmal mit Akzent, das ist auch ganz lustig. Da kann ich mir das auch immer so ein bisschen so abgucken, aber ich konnte das vorher auch schon relativ gut. Wie gesagt, sagt meine Frau halt auch immer, ne? Die versucht das dann auch immer nachzumachen, aber bei ihr, ne, das klappt nicht. So, und jetzt wieder zurück. Und dann gehen wir pennen. Haben wir nämlich alles gemacht. Uah. Ich glaube, ich hatte gerade einen Freeze. Bin ich fast von der Straße abgekommen. Was ist da los? So, kaufen brauchen wir bei Vlad nix. Das ist auch ganz schön. Sonst würde ich jetzt noch zu dem hinfahren, aber unser Zeug hält noch gut. Wir haben jetzt echt viel Munition gefunden. Muss ich nur gleich dran denken, dass ich die Schrotmunition erstmal wegpacke. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hätten, dann würde ich ja hier mich auch nochmal umgucken, aber... Oh, wir haben keine Zeit. War schon spät und wir müssen pennen. Wir müssen ja morgen wieder an der Schranke stehen und die Öfen zumachen, ne? So, da sind wir schon. Vorsicht, Vorsicht, Bulle im Einsatz. Dann lassen wir gleich mal die Karre reparieren, weil ohne Tür ist doch schon ein bisschen kalt hier. Stopp. Vor allem muss ich halt jedes Mal erst den Motor ausmachen, damit ich aussteigen kann. So, was kostet? Oh, ein Fuffi. Easy. Mach fertig. Junge, das ist ja ein Lohn, Alter. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Dann machst du hier in der Werkstatt Konkurrenz hier. So, dann lass mal eben schnell... oh Gott, wir haben noch so viel Munition, Alter. So, das Magazin ist angefangen. Das würde ich behalten. Das rüber. Das hier oben hin. Und die Sachen behalte ich auch erstmal. Ich würde tatsächlich als erstes, glaube ich, das Lager ausbauen, ne? So, Verwaltung des Postens. Mit diesem Computer kannst du deinen Posten verbessern. Die täglichen Kosten für ihre Wartung kontrollieren und die Statistiken deiner Arbeit überprüfen. Stelle zusätzliche Wachen ein, um die Verteidigung der Polizeistation zu verbessern. Baue Gebäude auf, um mehr Platz zu gewinnen oder deine Wahrnehmungsfähigkeit zu erhöhen. Kaufe neue Polizeiautos, um Verbrecher effizienter zu verfolgen. Dann wollen wir gucken. Postenmanagement. Grenzposten in Karikatka. Momentan haben wir tägliche Kosten von 150 Dollar. Keine Gefangenen, 5 von 25 Lager, 8 Kilometer sind wir schon, Gesamtumsatz 2700, 15 Kontrollen, 17 Mal Schmuggelware gefunden, 3 von 14 Daten, Oberankows Geld fehlt uns noch 0 von 8, besiegte Angreifer 10, erfolgreiche Intervention 0. Was ist das denn? So, Quartier. Können wir hier verbessern? Upgrade kostet dann, boah, das kostet 600, zu so einer Müllhütte, das Lager, 50 Kapazität, aber der Unterhalt steigt auch, kostet 750. Gefängnis auf 5 Insassen, kostet aber 900. Okay. Wachtmeister Maximov, den haben wir schon. Upgrade auf Maschinengewehr. Wäre dann Gefreiter. Mhm. Und die Gesundheit steigt. Kostet dann aber auch mehr. Wachtmeister Herr Repnin. Wird dann genauso aussehen. Wachtmeister Moskowitsch. Den haben wir noch gar nicht. Weiß halt nicht, ob sich das schon lohnt, den jetzt zu kaufen. Wäre aber Gefängniswärter. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Wegen Ausbrüche. Wachtmeister Novik. Den haben wir schon. Der würde auch ein Upgrade kriegen. Oh. Ups. Warte mal. Da ist gerade mein anderes Mikro abgeschmiert. Warum auch immer. So. Das machst du nicht normal mit mir, du. Wachtmeister Kowalski. Ich würde, glaube ich, die wir haben, würde ich, glaube ich, erstmal upgraden wollen, wenn dann.
Ich weiß halt nicht, wie viel Geld wir momentan machen pro Tag. Kann man das hier irgendwo sehen? Weil wir haben hier Kosten insgesamt von 150. Aber ich glaube, wir machen ja mehr als 150 am Tag, ne? Also würde ich den hier vielleicht einmal upgraden. Als nächstes kriegt er ein Gewehr, Alter. Kostet 500 dann. Und dann verdient er 75. Ja, das geht aber. Und vielleicht das Lager. Dass wir da ein bisschen mehr Platz haben. Und dann würde ich sagen, das reicht erstmal. Haben wir hier nämlich ein bisschen mehr Platz drinne. 15, 15, 20, 25. Ah, und hier Lager 2. Okay. Ah, wobei, vielleicht noch ein Gefängniswärter einstellen. Das wäre eigentlich noch ganz nice. Wachtmeister, Wachtmeister. Den haben wir. Hier, Gefängniswärter. Warte mal, da unten steht das, ne? Grenzsoldat, Grenzsoldat. Ein Scharfschütze. Oh, ein Scharfschütze wäre auch nicht verkehrt, aber ein Scharfschütze mit einer Pistole ist ein bisschen low, oder nicht? Aber hier, ein Gefängniswärter würde ich wohl noch nehmen. So, und jetzt gehen wir Heier machen. Ist nämlich schon spät und schon fast wieder morgens. Wie spät ist das? 4 Uhr schon. Ich weiß gar nicht, wie lange wir pennen. Können wir gleich mal auf die Uhr gucken. Bis 9. Okay, 5 Stunden. Ich? Na klar. Hau rein. Die Musik gefällt mir nicht. So, dann holen wir erstmal den ersten. Hier liegt nix. So, hier ist irgendwas dazugekommen? Nee, Rot 2CS und 47. Guten Morgen, mein Freund. Du willst nicht handeln? Okay, dann gucken wir erstmal. Foto passt. Alter 27, das passt auch. Ja, ist ja gut. So, Passnummer passt. Name Boris Korolov. Korolov passt auch. Gültig bis Mai, gültig bis September. Das passt alles. Und dann müsste ich jetzt mal. Ist noch mehr dabei? Noch was? Nein? Okay. Dann lass mal gucken. So, so und so. Das war hier alles. Den kann ich so Koffer aufmachen, ja? Ja, sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Kann ich die auch aufmachen? Nein. Und das sieht auch gut aus. Gepäck und Reinigungsmittel. So, du kannst du wieder einsammeln. Von wo kommst du nochmal? Gepäck 4 und Reinigungsmittel 1, das passt. Du kommst von uns, alles stimmt. Dann darfst du rein. Atlista. Weil wenn er jetzt aus dem Königreich kommen würde, wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich ihn reinlassen dürfte, wegen dem Reinigungsmittel, weil ich nicht weiß, ob das jetzt Waren sind oder nicht. Du wurdest befördert. Juhu! Erhöhte Belohnung. Du kannst Vlad jetzt anrufen, damit er an seinem Werkzeug kommt. Das ist toll, Vlad. So, auch kein rotes Auto. 2 CS und 47. 2 CS hat er auch nicht, also bleibt nur noch 47. Oh. Ich hab den noch gar nicht gefragt. Okay, Gesicht passt schon mal nicht. Foto passt nicht. Dann
Das Alter, 27, das passt. Gültig bis Februar, passt nicht. Gültig bis Mai, das passt, aber Haltbarkeitsdatum passt nicht. Name passt auch nicht. Passnummer NYU 5Y, MY5B, die passt. Frachtbrief hat er nicht. Aber kommst du trotzdem nicht rein? Weil das passt nicht. So hast du Land gewinnst. Der nächste bitte. Ich kann mir diese Nummer nicht merken. 2CS. Und der hat gar kein Kennzeichen. To nasze wyobartna kontrola. Na podstaj etomo, ać wy dobra dzielatko promota. Ach, war bestimmt, weil ich jetzt befördert wurde, oder? Geben die mir das automatisch? So, das passt. Das Alter. 37 passt auch. So, jetzt weiß ich halt nicht. Aber wenn das ein Frachtbrief ist, dann muss das ja, ne? Masnur Kasimov. Kasimov. Der darf sowieso nichts einführen. Also die Bestimmung schon mal. Masnur Kasimov. Masnur Kasimov. Kasimov. Das passt. VCL 8, 2N, 8N. Das passt auch. September. Das passt. Mai. Das passt auch. Also es passt alles. Nur, dass er aus dem Königreich kommt. Das passt nicht. Ich muss hier mal ganz kurz rein. Ist hier noch was drin? Nee. Ich guck einmal ganz schnell, wenn ich gerade drin bin, aber auch nicht. So. Der hat nur Gepäck dabei. Okay. Nix. Und nix. Okay, kannst du wieder reinschmeißen. Aber. What? Alter, richtig Action hier heute. Stirb! Schön, wenn die nicht alle auf mich schießen würden. Oh oh, Granate. Lade nach. Hä? Ach so, ich wollte gerade sagen. Puh, das war ein Angriff. Besiegte Angreifer 7. Oberankow-Bande, eine organisierte kriminelle Gruppe. Moment. Entschuldigung. Die in der Region Karikatka operiert. Sie sind in Schmuggel, Waffenhandel oder Entführung gegen Lösegeld verwickelt. Sie befinden sich in ständigem Konflikt mit der Polizei von Akaristan. Hallo Elli, schön, dass du da bist. Moin. Eine Regierungs- und die blutige Faust. Eine regierungsfeindliche Widerstandsbewegung unter der Führung von Michail Garin. Ihr Ziel ist es, Akaristan aus den Händen der Kommunisten zu befreien. In den letzten Jahren ist es ihnen gelungen, tief in die Staatsorgane einzudringen. Kann man nicht in meine Organe eindringen? A da ubrać policzków.
Ja, aber wo sind die Leichen? Die hatten doch bestimmt Munition dabei. So eine Scheiße. Ja, genau. Wenn nicht du, wer sonst, ne? okay. Grenzkontrolle abgebrochen. Dann der nächste, bitte. Der ist geflüchtet, aber ohne seine Papiere. So, 2 CS und 47. Wir suchen immer noch einen Schmuggler. 2 CS hat der nicht. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Bist du zufällig 47, Kollege? Ach, jetzt gibst du mir deine Dokumente nicht? Das aber? So, das Bild, das passt. 47. Der ist verdächtig. Der ist verdächtig. Jegor Sokolov, das passt. Das passt nicht. Name passt schon mal nicht. So, 20V4, P1DC. 20V4, P1DC, das passt. Bis Juli und bis Mai, das passt auch. So, du darfst jetzt erstmal aussteigen. Ich kontrolliere mal eben deine Waren. Haben Sie zollpflichtige Waren dabei? Das kann ich nicht. Okay, kann ich das ausbuddeln? Wo habe ich die? Auf der 4? Nee, auf der 5. Okay, der muss... der hat doch 100 Pro unter der Kohle, hat er... Der hat die Schmuggelware 100% unter der Kohle versteckt. Kannst du mir nicht erzählen. Hier, Brecheisen, ne? Ich klopf dir das ganze Auto auseinander, du Lurch. Zigaretten, da. Und 100%ig auch unter der Kohle hat er auch was versteckt. Da ist nix. Der feine Herr schmuggelt also Kippen, ja? So ein Wurm. Ich hätte aber auch darauf getippt, dass in den platten Reifen vielleicht was drin wäre. Aha. Hier ist sonst nix weiter. Okay, ich muss das jetzt riskieren. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie schlechter wird. Ha! Habe ich doch gesagt. Zigaretten. Okay, mehr ist hier nicht? Nee. So, Kollege, ganz dünnes Eisfreundchen, ne? Ich baller dir weg, du. Okay, Kohle haben wir. Kohle einmal. Hier steht zweimal. Passt also auch nicht. Frachtbrief. Und, aber der kommt von uns. So, warte, das hat gepasst, ne? Juli und Mai. Passnummer hat auch gepasst. Das Foto passt auch. Aber leider ist er ein Schmugglerschwein. Deswegen. Du bist festgenommen, du Sau. Ab mit dir ins Gefängnis. Kann man ja aber auch Zigaretten schmuggeln hier, du. So, hier. Du, Augen auf, ne? Sonst fresse dick. So, dann wollen wir gleich Scheiße hier gleich mal einlagern. So, pass auf, wir nutzen jetzt. Ah, wobei, warte mal. Ich würde das hier. Lager 2 würde ich tatsächlich für die Sachen benutzen. Und Lager 1 erstmal für Schmuggelware. So. Eingelagert. Was ist da los? Ich soll ins Telefon? Habe ich keine Zeit für. So. Hier. Fahr die Karre in den Wald und zünd die an. Der war nie hier, klar? Der wird auch nie im Arbeitslager ankommen. So, der nächste bitte. Damit müsste jetzt... Genau, ein Hinweis ist weg. Jetzt haben wir nur noch Rot und 2 CS.
Oh, hier Hauptsache mit Spoiler, Alter, was ist los? Proszę od dokumentu. Hauptsache mit Spoiler, so. Das Bild passt. Name passt auch. Das passt auch. Königreich ist okay. Mai passt. Juni passt auch. Geburtsdatum ist mir in dem Fall egal. Ja, da gibt es dann nichts zu bemängeln, würde ich sagen. Der darf rein, ne? Sonst hat er nichts. Ist kein Verdächtiger. Ich wollte nicht. Nein, ich wollte nicht. Entschuldigung. Ich wollte nicht einsteigen. Ich wollte nur gucken, ob du ein Handschuhfach hast. So, du darfst aber weiter. Mach's gut. So, das war's für heute. Das war's für heute. Oh, 17:30 und schon Feierabend. Leck mich am Arsch. Was ist denn hier? Das Diensttelefon. Das soll bestimmt, da fehlt ein E. Das soll bestimmt Diensttelefon heißen. Ab jetzt kannst du in Vlads mobilen Laden bestellen. Der Laden ist bis zum Ende des aktuellen Arbeitstages verfügbar. Du findest ihn bei der Polizeigarage. Steig auf, um Gefangenentransporte und Schmuggelware bestellen zu können. Ach cool, ich kann Gefangenentransporte bestellen. Lass mal gucken. Ruf Nachschub, kostet 200. Boah, nee, dafür gebe ich jetzt aber kein Geld aus. Alter, was ist los? Wir haben sonst nichts weiter, ne? Das Lager geht noch. Von Fülligkeit her. Das Knast auch. Und vielleicht noch was aufwerten. Vielleicht unsere Hütte. Kostet 600. Ab dafür. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt pennen gehen, oder? Oder wir fahren noch ein bisschen durch die Gegend. Lass uns doch mal zu der alten Ruine fahren. Das fände ich jetzt mal eine ganz knorke Idee. Die war ja da unten. Oder zum Motel. Geht auch. Motel geht auch. Motor starten. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt auch angegriffen werden. Ich hoffe nicht. Nicht wieder kaputt machen. So, mach dich mal weg hier. Du hast mir gerade die Vorfahrt genommen. Ist ja ein Unding. Erstmal ein bisschen Amtsanmaßung begehen. So, da sind wir nämlich schon beim Hotel. Ich weiß auch nicht, ob die immer an denselben Stellen angreifen dann. Oh, das Motel sieht aber sehr motellig aus hier. So, bitte nicht die Karre klauen, ihr beiden. Okay, rein komme ich anscheinend nicht. Zumindest nicht von der Seite. Was mit dem Auto? Kann ich irgendwas machen? Nee, ne? Auch nicht. Okay. Ganz ehrlich, hier liegen noch bestimmt Dokumente oder Geld oder sowas rum. Ich muss nur was finden, was ich anfingern kann. So eine Mülltonne zum Beispiel. Überall Zigaretten kippen. Ne? Kann ich da rüber? Ach so. Da ist nix. Okay. Wir gehen mal rum. Kaffee und Muffins. Oh, ich will auch... Oh, Muffins, voll geil. Und Kaffee. Oh. Wenn ich mir jetzt einen Kaffee machen wollen würde, müssten wir eine kurze Pause machen. Habe ich aber gerade keine Lust zu. Wir sind ja seit 3 Stunden hier. Das geht ja noch. So, was ist das denn hier? Kann ich den aufmachen? Auch nicht. Da sind Bücher. Oh, Da habe ich die gefunden, du Sau. Ansonsten gibt es hier nichts, oder was? Lass mich da rauf. Da hinten wäre halt noch ein Ort. So ein Hinterhof. Kann ich das hier... Nö. Okay, das war's dann hier. Dann können wir mal... noch schnell zu den Ruinen gucken. Die sind ja nicht so weit weg.
irgendwie so ein Hippie-Bus. Das hier, ach, hier gibt es doch bestimmt auch irgendwas, oder? Hallo? Ich würde gerne raus. Weiß nicht, ob mir irgendeiner eine Karre klaut oder so. Die so dreist sind. Kann ich hier rein? Oh yeah. Dann machen wir schon mal Lampe an, wird nämlich langsam dunkel. Ohoho! Gut, dass ich eine Schaufel habe. Oh, Kohle. Und jetzt? Falschgeld. Oberankows Kiste. Okay. Oh, das gibt bestimmt Ärger. Hab ich nachgeladen? Ja. Nice. Okay, die sind also verbuddelt. Ach nee. Okay, das wird gar nicht gelagert. Sondern das ist direkt weg. Ja, ja, ich komme ja schon. Das heißt, jetzt brauchen wir uns, glaube ich, nicht auf den Angriff vorbereiten, ne? Hoffe ich. So, warte mal, hier ist auch noch was. Lass mich raus! Im Moment hat er so Probleme mit dem Aussteigen, ne? Gucken, was es hier noch gibt. Huch. Gut, dass ich eine Schaufel gekauft habe. Hier ist aber nichts, ne? Nö. So, jetzt zu den Ruinen. Die träume ich in den Ruinen. Müssten die nicht hier schon sein? Irgendwo? Hier, ne? Das riecht doch nach einem Schmugglerversteck. Ich bewaffne mich vorsichtshalber. Ich glaube, hier gibt es noch irgendwie einen Kampf, weil da ist ein Benzinkanister. Und der explodiert 100 pro, wenn ich da drauf schieße. Ist da Licht an? Und eine schwarze Flagge. Ich glaube, das ist nicht so gut, ne? Kann ich speichern? Nee. Schade. Ja, hier sieht es so ein bisschen nach einem Bossfight aus. Hier sind überall Kanister. Ich glaube, die fliegen in die Luft, wenn man darauf schießt. Gasflaschen. Ruckelt ein bisschen. Oh. Hier hat schon einer gebuddelt. Oder kann ich hier oben noch buddeln? Nee. Hier hat schon einer gebuddelt. Da ist mir einer zuvor gekommen. Boah, warum ruckelt das hier so, Alter? Ist ja schlimm. Okay, hier haben wir gerade echt Frame-Einbrüche. Will ich da zu viel von meiner 3090? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, habe ich gerade gegen dich, hast gesehen, ne? Hast du zu spät geschrieben, beziehungsweise hast du zu spät gesehen? Aufgrund des Delays, haha. Oh, kann ich hier pennen? Erstmal hier schlafen, Alter. Alter, oh Gott, Alter, haben wir hier Frame-Einbrüche? Ist ja schlimm. Kriegt das an der Taschenlampe? Kann sein, ne? Da hinten ist Licht an. Ich trau mich da fast nicht hin. Ich will mich nicht abgeknallt werden. Aber ich wage es mal. Hier müssen wir bestimmt... Da, ja, 100 pro. Müssen wir hier noch hin... Aufgrund der Hauptstory wetten. Da würde ich fast drauf wetten. So wie es hier aussieht, dann müssen wir hier bestimmt Schmuggelware ausgraben oder sowas. Und die Kollegen hier hops nehmen.